Dafür muss ich erstmal gespinnlos werden. Wow. Das könnte Aua machen. Ja, hat's auch ein bisschen. Aber wir können ja gegenheilen. So, und dann gucken wir mal, ob wir uns hier unten beschwören lassen können. Ob uns irgendjemand beschwört, besser gesagt. Oder ob unser... Naja, unser Seelenlevel müsste eigentlich dementsprechend sein. Also nicht die Stufe hier vorne, sondern das Seelengedächtnis. Ich muss ja halt auch ehrlich sagen, im Original Dark Souls 2 war hier immer die Hölle los. Also hier konnte man sich ziemlich gut beschwören lassen und ziemlich gut beschwören hier an diesem Leuchtfeuer. Das hat aber wohl mit Scholar of the First Sin ein bisschen abgenommen. Da lässt man sich dann wohl lieber in den DLC-Gebieten beschwören. Wenn man so weit ist. Oder halt beim Smelter Demon. Das wäre eigentlich auch noch eine Alternative, wo wir hin könnten. Also ich warte jetzt hier insgesamt 5 Minuten, also jetzt noch 2,5. Ungefähr, dann beamen wir uns wieder zum Smelter Demon. Versuchen da wenigstens 3-mal Coop zu machen, dass wir die Medaillen auf 10 haben. Wie gesagt, es gibt 9 Eide. Davon sind 2 sind PvE. Nämlich einmal der... Nee, lass es mich anders aufzählen. 4 sind PvP. Das ist einmal der Pfad des Blauen, den man in der Kathedrale des Blauen beitreten kann. Dann ist es der Pfad des Blutes, den man in der Hölle der Untoten beitreten kann. Habe ich euch das überhaupt schon gezeigt? Wenn nicht, hole ich das nachher noch schnell nach. Dann haben wir den Glockenhütereid. Der ist auch PvP. Und den Rattenkönig-Eid. Der ist auch PvP. Das sind reine PvP-Eide. Koop-Eide gibt es eigentlich nur 2, nämlich den Sonneneid, dem wir gerade beigetreten sind, und so gesehen noch dem Weg des Blauen, also dem Einsteiger-Eid, den man bei Solden am Anfang in Majula annehmen kann. Das wären schon mal 6. Dann gibt es den Victor-Stone-Eid, genau. Der einfach das Spiel schwerer macht und dafür sorgt, dass bestimmte Gegner Siegersteine droppen. Und dass Gegner unendlich respawnen. Das ist auch, das ist die coole Sache dabei, auch wenn sie schwerer sind. Ja, der Victor-Stone-Eid. Ah ja, es gibt noch einen 5. PvP-Eid. Den haben wir aber noch nicht entdeckt. So gesehen kann man den Pfad des Blauen, also die Blue Sentinels, also das aus der Kathedrale des Blauen, mehr als Koop-Eid zählen, weil man ja die aus dem Pfad des Blauen unterstützt. Und dann gibt es noch einen letzten geheimen Pfad, der ist PvE. Letzten geheimen Eid. Den zeige ich euch dann aber später auf jeden Fall noch. Also die PvP-Eide, die lassen wir vollkommen weg. Also kein Rattenhüter-Eid, kein Blutfahrt-Eid, weil Blutfahrt-Eid, der Bluteid, die Bruderschaft des Blutes heißen sie ja wirklich. Die sind wirklich übel. Da muss man einen Haufen Zeug zusammenfarmen, bis man da mal Rang 3 ist. Das will ich euch nicht antun. Genauso wie mit den Blue Sentinels. Der Rattenhüter-Eid, der ist ziemlich träge, muss ich zugeben. Und der Glockenhüter-Eid, den finde ich auch nicht so prickelnd. Vor allem jetzt in der jetzigen, im jetzigen Zustand. Gut, wir werden hier nicht beschworen.
Versuchen wir es wenigstens mal die knapp 9 Minuten, die mir noch bleiben, uns hier zu beschwören. Ja, mein Rufsymbol ist verschwunden. Das ist mir egal. Vision von Zeher Feind. Das hatten wir jedoch schon. Oh. So. Mal gucken, ob wir hier beschworen werden noch. Oder ob wir mit 1,1 Millionen Seelen doch ein bisschen zu viel Seelen haben, um uns hier noch beschwören zu lassen. Ich müsste ja eigentlich der Vollständigkeit halber einfach mal jedem Pfad beitreten. Und ja, ich drücke mich ein bisschen gerade vor Schloss Dragonlicke. Dass wir auch von jedem Eid den Ring haben, dass ich euch von jedem Eid den Ring auch mal vorlesen kann. Ja, ich denke, das machen wir noch schnell, bevor wir nach Schloss Dragonlicke gehen. Wobei ich sagen muss, das Schloss ist wiederum eins der cooleren Gebiete. Also von der Atmosphäre her. Und wir werden tatsächlich beschworen. Heidi ho. Gut. Oh, der hat Vengals Helm auf. Wow, und ich habe gleich mal volle Breitseite gekriegt. Oh, er ist gut. Oh. Jetzt entflammt er sich. Entflammen ist nicht so schön, aber... Oh, er nimmt verdammt viel Schaden durch sein Flammen. Und jetzt steckt er sein Schwert mal wieder in Brand. Wow. Genau, jetzt macht er die Druckwelle nämlich. Das habe ich kaum gesehen. Deswegen bin ich so schnell wie möglich weggerollt. Wow. Okay, Herrscher der Welt ist gestorben. Das war nicht so schön, aber das können wir ja berichtigen, indem wir einfach nochmal reinspringen. Und irgendwas Böses ist gerade gestorben. Hm? Ja, und sicherheitshalber wechsle ich mal den Ring. Wobei, nee, ich finde im Augenblick bringt es der Hartstahlring mehr als der Feuerquarzring. Dann gucken wir mal. Vielleicht kommt der Spieler nochmal und lässt und beschwört uns. Dann können wir wenigstens dem nochmal helfen. Und wenigstens eine Münze machen in der Zeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Seelen, um die Lanze auf Maximum zu bringen. Das hilft uns dann in Schloss Dragonlicke.
weiter. Dum di dum. Und ja, dann klappere ich am Anfang der nächsten Folge. Je nachdem, wie, ob ich es hinkriege, richtig zu schneiden natürlich. Ja, klappere ich am Anfang der nächsten Folge dann schnell die Eide ab, dass wir alle Eidringe mal einsacken, die es so gibt. Und nehme dann natürlich wieder den Vater Sonne-Eid an. Gibt ja eigentlich nur, wie viele Pfade, die wir abklappern müssen. Der Rattenpfad, aber das ist nicht schlimm, da ist der Rattenkönig ja gleich am Leuchtfeuer, genauso wie beim Pfad des Blutes und Pfad des Blauen. Und beim Glockenhüterpfad haben wir ja auch direkt am Anfang einen Glockenhüter, bei dem wir einsteigen können. Und natürlich der Viktorsteinpfad, aber der ist ja ganz am Anfang im Modula. Na, hat der Typ keine Lust mehr auf Hilfe von mir? Dumm die Dumm. Ja, wenn ich mich so beuge, dann ist das Schild fast größer als ich. Und wenn ich so in den Boden ramme, gibt das einen super Shield Break ab. Und ja, ich muss jedes Mal den Zwischenstopp in Majula machen, um meinen Eid wieder aufzulösen. Und wir werden doch nochmal beschworen. Oh, er ist schon reingebrannt. Jo, er ist es wieder. Genau, am besten heilst du dich mal. So, jetzt brauche ich wieder mehr Ausdauer. Jetzt kann ich auch mal sicherheitshalber einen Schluck zu mir nehmen. Der sollte aufpassen, sonst geht er gleich wieder hops. Wow. Brüllst du? Ja, du brüllst. Okay, ich war zu nah dran. So, jetzt hat es wieder auf mich abgesehen. Wow, das war knapp bei ihm. Aber wir kriegen ihn jetzt tot, so. Und verbeugen uns einmal höflich. Und nehmen unser Schild wieder zweihändig. Und gelobt sei die Sonne, bevor wir abhauen. Ha. Hat doch gepasst. Und das perfekt zum Anfang der nächsten Folge. Also zurück nach Majula.
Jetzt erstmal den Speer upgraden. Alles andere kann jetzt erstmal warten.